Mein Name ist Stefan Hetzel. Ich bin Komponist. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Improvisation, Komposition, Konzept oder wie etwas zusammenwächst, das nicht zusammengehört. Er entstand anlässlich einer Einladung von Moritz Eckert und Jan Müller-Wieland an die Hochschule für Musik und Theater München und wurde am 27. Januar 2017 erstmals gehalten. Ich werde Ihnen 6 meiner Kompositionen vorstellen. Es handelt sich um Musik für Tasteninstrumente, die Nummer 3 ist für Orgel, der Rest für Klavier. Ich komponiere auch Orchester- und Kammermusik, aber ich denke, an diesen Stücken lassen sich meine Ideen und Methoden am prägnantesten darstellen. Das Basismaterial der Komposition Presto Raster aus dem Jahr 2015 besteht aus einer gut 6,5-minütigen Improvisation auf einem 88-Tasten MIDI-Keyboard, die ich am 11. August 2008 als Standard-MIDI-File aufzeichnete. In der Nachbearbeitung im Sequencer wollte ich zunächst lediglich alle unsauber gegriffenen Akkordeinsätze berichtigen. Da aber das Basismaterial sehr viele schlampig gegriffene Akkorde enthielt, wurde ich ganz mutlos angesichts der bevorstehenden Klickarbeit. Würde sich diese wirklich lohnen? Irgendwann verfiel ich dann auf eine etwas verwegene Idee. Warum nicht einfach über das ganze Stück ein quantisierendes Raster legen, ohne Rücksicht auf den jeweiligen musikalischen Kontext? In modernen MIDI-Sequencern wie etwa Logic oder Cubase ist das ja der simpelste aller Vorgänge. Bereich markieren, Klick, fertig. Ästhetisch handelt es sich dabei aber keineswegs um einen simplen Vorgang, sondern um die Anwendung eines externen Konzepts auf das musikalische Material. Einer freien Improvisation wird ein algorithmisches Zeitraster blind übergestülpt. Blind ist dabei nicht ganz richtig ausgedrückt, denn ich habe diverse Quantisierungsraster durchprobiert und mich schließlich für den musikalisch interessantesten Output entschieden. Der obere Screenshot zeigt den Anfang der Originalimprovisation, der untere die gerasterte Fassung derselben Passage. In einem zweiten Schritt zeichnete ich eine Tempokurve in die gerasterte Version ein. Weiterhin erklärte ich eine Passage, die mir besonders gut gefiel, zur Signatur der Komposition und kopierte sie um eine Oktave transponiert an den Anfang des Stücks. Kurz gesagt, ich behandelte die musikalisch doch recht abstrakte und teilweise atonale Basisimprovisation wie ein Pop-Produzent sein Material behandelt. Thank you.
Auf einem meiner Streifzüge durchs World Wide Web stieß ich auf die Software StyleMorpher der russischen Firma Antonix. Sie wird folgendermaßen angepriesen. StyleMorpher is an easy-to-use real-time tool for morphing the harmony, meter, rhythm, etc. of your MIDI song. One original song can be morphed into many. Mein Interesse war geweckt. Die Software stellte also Algorithmen bereit, die aus bestehenden MIDI-Daten neue ableiten konnten. Aber wie genau geschah das? Dazu fand ich folgende Auskunft. The principle of StyleMorpher's work is applying an algorithm to the initial song or song fragment. The rules of this algorithm create a translation of the original work. StyleMorpher has 6 types of transformations determined by the algorithm used. These algorithms are sensitive to the musical content of the selected MIDI file. Hence, using the same transformation on different MIDI files will provide different results. Thus, StyleMorpher applies special algorithms to a MIDI song and creates a harmonically, rhythmically, etc. altered song. Fein, dachte ich mir, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was genau die Algorithmen tun. Die Benutzeroberfläche des StyleMorphers gab darüber ebenfalls keine Auskunft. Warum dann nicht aus der Not eine Tugend machen und StyleMorpher als die Blackbox verwenden, die sie nun mal ist? Schließlich sind wir im Alltag auch ständig von Algorithmen umgeben. Ich sage nur Google PageRank, Amazon Empfehlungen, die wir nicht wirklich verstehen, die unseren Alltag aber mehr und mehr vorsortieren bzw. vormischen. Ich beschloss daher etwas boshaft, den StyleMorpher-Algorithmus zu hacken, indem ich ihm ein möglichst komplexes Standard-MIDI-File zur Bearbeitung überließ. Sagen wir doch mal Igor Stravinskys Piano Rag Music aus dem Jahr 1919. Es ist dies ungefähr so, als ob man einem Übersetzungsprogramm, das auf dem sprachlichen Niveau eines 12-Jährigen operiert, ein Stück aus James Joyce's Ulysses vorsetzt, das dieses vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen habe. Wir hören nun direkt hintereinander eine Einspielung der Piano Rag Music aus dem Jahr 1934 durch den Komponisten Igor Stravinsky und meine Komposition Piano Rag Morph Stravinsky aus dem Jahr 2008. Thank you.
Ich mag zwar den Klang einer Kirchenorgel, nicht aber den oft endlos langen Nachhall in vielen Kirchen, der die Details einer Komposition bis zur Unkenntlichkeit verwischen kann. Umso erfreuter war ich, als ich den ganz hervorragend gesampelten Sound fand, einer Hausorgel, Orgue de Salon, im World Wide Web fand, der komplett trocken, das heißt ohne Hall, aufgenommen worden war. Da ich schon lange mal mit dieser historischen Stimmung arbeiten wollte, habe ich den Orgel-Soundfond mitteltönig temperiert. Anschließend konzipierte ich zwei kurze Improvisationen auf einem Desktop-MIDI-Keyboard, die von der Arbeit zweier verehrter US-amerikanischer Nachkriegsmaler des Abstract Expressionism inspiriert sein sollten, Barnett Newman und Cy Twombly. Im Einzelnen ging es um Twombly's Nini's Painting von 1971 sowie um Newmans Monumentalgemälde Vir Heroicus Sublimis aus dem Jahr 1951. Ein drittes Musikstück sollte eine aurale Fusion der beiden Bilder anstreben. Die beiden Basisimprovisationen, Barnett Newman und Cy Twombly, gelangen recht flüssig. Zur Komposition von Cy Twombly verwendete ich zusätzlich die Software Music Mirror von Tetsuji Katsuda aus dem Jahr 2009, die die Notenwerte eines Standard-MIDI-Files horizontal und oder vertikal spiegeln kann. Bei der horizontalen Spiegelung entsteht ein Krebs des gesamten Stücks, bei der vertikalen werden die Tonhöhen axial gespiegelt. Aus den so generierten Derivaten der Basisimprovisation habe ich anschließend alle Haltetöne gelöscht, um dem Kritzelcharakter von Twombly's Malerei akustisch näher zu kommen. Schließlich überlagerte ich die Audioversionen beider Varianten in der Audio-Software Audacity, indem ich die Clips axial-symmetrisch in der Timeline anordnete. Die Basisimprovisation Barnett Newman habe ich 1:1 als Komposition Barnett Newman übernommen. Das bereits erwähnte dritte Musikstück heißt Newman and Twombly in Conversation und besteht aus einer Überlagerung der Basisimprovisation Cy Twombly mit der vertikal gespiegelten Variante von Barnett Newman. Auch hier entstand die Überlagerung durch axial-symmetrische Anordnung der Audioclips in Audacity.
Die harmonische Struktur von Alexander Skriabins fünfteiligem Prälude Opus 74 aus dem Jahr 1914 hat mich sofort fasziniert. Ich hörte hier einen unaufgelösten Widerspruch aus modal beruhigender und expressiv beunruhigender Klanglichkeit heraus und erinnerte mich dabei plötzlich an einen ganz anderen, harmonisch aber ebenfalls recht eigenwilligen Komponisten, Lamonte Young. Und so verfiel ich auf die Idee, dessen in den 1960er Jahren für seine Performance The Well-Tuned Piano entwickelte Temperierung mit dem Skriabin-Prelude zu kreuzen. So erklärt sich auch der Kompositionstitel Sykoro Jabing. Er ist nichts anderes als ein Anagramm aus den Buchstaben der Nachnamen beider Komponisten. Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen von Youngs Temperierung, dunkelgrau, gegenüber der herkömmlichen, gleichschwebenden Stimmung, hellgrau, die eine Oktave bekanntlich in 12 gleich große Halbtonschritte von je 100 Cent unterteilt. Eingekringelt habe ich die Stellen, an denen Youngs Well-Tuning atypischerweise abfällt, statt aufzusteigen. Wir hören nun direkt hintereinander eine Einspielung der Prelude Opus 74, eingespielt von Emil Gilels, und meine Komposition Sykoro Jabing. In Sykoro Jabing habe ich die Abfolge der fünf Prelüds aus dramaturgischen Gründen verändert. Sie erklingen in der Reihenfolge 2, 5, 1, 3, 4.
Thank you.
Im Jahr 2012 begegnete ich der Komposition Generation Kill von Stefan Prinz, in der mit hohem technologischen Aufwand versucht wird, die Lebenswelt von Gamern mit der Welt der Kunstmusik zusammenzubringen. Das Stück inspirierte mich und ich überlegte, wie ich mit meinen ungleich bescheideneren technologischen Möglichkeiten etwas zu diesem Thema beisteuern könnte. Die Antwort auf diese Frage lieferte in gewisser Weise die Visualisierungssoftware MIDI-Trail, die seit 2010 von Masai Wada entwickelt wird und die kostenlos aus dem Netz herunterzuladen ist. MIDI-Trail lässt die Note-Ons einer MIDI-Datei wie lasergesteuerte Projektile auf eine Klaviatur herabregnen. Erneut war mein musikalischer Ausgangspunkt eine schon etwas ältere Keyboard-Improvisation, diesmal stammte sie vom 27. Oktober 2006. Nicht ganz unzufällig retemperierte ich dieses Basismaterial mit einer aus der arabischen Musik stammenden, mehrere Dreivierteltonschritte enthaltenden Skala, die sich aus dem Maqam Sika Baladi ableitet. Hören wir zunächst ein kurzes Stück Musik im Maqam Sika Baladi. Die Buzuk spielt Matar Muhammad. Da ein Maqam, also ein Modus in der arabischen Kunstmusik, nur 7 Tonstufen umfasst, habe ich die fehlenden einfach mit den entsprechenden Tonstufen aus der gleichschwebenden Stimmung aufgefüllt. Und nun, Ego-Shooter visualisiert für Selbstspielklavier und Computeranimation aus dem Jahr 2015.
Zwangsgedanken sind die mental erschöpfendste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Die gleichnamige Komposition ist ihnen gewidmet. Die Psychiatrie definiert Zwangsgedanken als, Zitat, inhaltliche Denkstörungen im Sinne sich zwanghaft immer wieder aufdrängender, jedoch als unsinnig erkannter Denkinhalte. Einige Betroffene leiden zusätzlich an formalen Denkstörungen, vor allem an Perseveration und Gedankenkreisen oder Gedankenarmut, in schweren Fällen auch an überwertigen Ideen. Zitat Ende. Wobei man unter Perseveration das krankhafte Nachwirken psychischer Eindrücke versteht. Überwertige oder fixe Ideen sind Denkstörungen, bei denen sich alle Gedanken auf ein Kernthema konzentrieren. Formal handelt es sich bei Zwangsgedanke um ein Klavierstück, doch habe ich während seiner Entstehung keinerlei Klaviatur berührt. Stattdessen zweckentfremdete ich das Programm MIDI Looper, das eigentlich dem Bauen von Drum Loops dienen soll, mit einem Klaviersound. Die komplett unpianistische und zumindest in einigen Passagen für einen Menschen unspielbare Textur der Musik erklärt sich dadurch. Mit MIDI Looper ist es möglich, via Mausklick mehrere Endlosschleifen aus je bis zu 128 rhythmisch aufeinander abgestimmten Einzelereignissen zu erstellen, in Gang zu setzen und dann im vollen Lauf zu modifizieren. Dadurch wird etwas möglich, was man iterierte Schleifenimprovisation nennen könnte. Dabei sollte man sich vom Gedanken der präzisen Kontrolle über den Output verabschieden, denn der Schleifenprozess wird schnell unübersichtlich. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als die Dinge eine Weile laufen zu lassen, dem Prozess zuzuhören und dann vorsichtig einzelne Elemente zu ändern oder auch nicht. Und hier fiel mir die Analogie zum inneren Erleben von zwanghaften Gedanken auf, die ja ebenfalls quasi autonom das Hirn terrorisieren, obwohl man zu jedem Zeitpunkt weiß, dass sie lediglich mentale Kurzschlüsse darstellen. Auch die teilweise penetrante und in keinster Weise meditativ gemeinte Repetitivität der Musik erinnerte mich an die gnadenlos fiese und niemals nachlassende Aufdringlichkeit von Zwängen. Thank you.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.